Ja, Leute, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Ja, Mahlzeit. Ich bin die Wanderameise. Und ich bin der Wanderbär. Und zusammen sind wir der Wanderameisenbär. So, und heute wollen wir euch zeigen, wie ihr ein Feuer bei Nässe machen könnt. Wasser. Zuallererst brauchen wir eine Stelle, an der wir auch ein Feuer entfachen können. Ja, und dazu sollte der Boden am besten von allen Brennbaren befreit werden, wie zum Beispiel den Laub- und Holzreste und der ganze Mist. Weg damit. Auch in unmittelbarer Nähe von Wurzeln sollte man kein Feuer entfachen. Einen der größten Fehler, den die meisten dabei begehen, wenn sie ein Feuer bei Nässe entfachen wollen, ist, dass sie keinen trockenen Untergrund haben. Der zweite Untergrund, den wir jetzt legen, der ist halt besonders wichtig, weil wir sonst diese ganze Feuchtigkeit, die jetzt im Boden ist, hochtransportieren, ansaugen durch das trockene Holz. Und wenn wir die Flamme haben, die auch direkt diese Feuchtigkeit abbekommt und die Kälte vom Boden unterlichen wird. Also nochmal im Klartext. Ohne das Holz, was wir jetzt gelegt haben, der Boden ist kalt, der Boden ist nass, würde das trockene Holz, was wir jetzt gerade frisch gespalten haben, diese Feuchtigkeit aufnehmen. Darum haben wir jetzt so gesehen ein Zwischenbett da gelegt, damit dieses Holz diese Feuchtigkeit dämmt, wie eine Isolierschicht. Darauf legen wir jetzt unser Zunder und wenn wir das entzünden, kann die kalte Erde dem Feuer nicht die Energie entziehen. Und das Allerwichtigste beim Feuermachen, gerade bei Nässe, ist die Vorbereitung. Nehmt euch einfach mehr Zeit bei der Vorbereitung und dann klappt das auch mit dem Feuer. Achtet bei der Arbeit mit dem Messer auf jeden Fall darauf, dass ihr immer safe arbeitet. Gerade beim Thema Fässersticks ist wichtig, dass sie halt sehr fein sind, wenn das unser Primärzunder werden soll. Wenn ihr ein One-Stick-Feuer machen wollt, also aus einem Stock ein Feuer entfachen wollt, dann ist empfehlenswert, grob anzufangen mit den Federn und dann immer feiner zu werden. Der Aufbau ist dann denkbar einfach. Wir haben hier vorbereiteten Zunder. Dazu empfiehlt sich natürlich auch Birkenrinde oder hier so ein Baumharz, diesmal in dem Fall von der Fichte. Wichtig ist, dass wir das Zundermaterial nicht mit dem Anzündmaterial verwechseln. Zunder ist das, was in der Lage ist, einen Funken aufzunehmen und im Idealfall zu einer offenen Flamme zu verwandeln. So, von diesem Zunder brauchen wir circa eine Tennisball große Menge und legen sie auf unseren trockenen Untergrund und gehen dann her und nehmen unser Anzündmaterial und schichten das über unseren Zunder und zwar in der Form, dass wir nach Möglichkeit einen Kamineffekt forcieren. Eine Pyramidenform bietet sich dabei auf jeden Fall an. So, und beim Feuer gehen wir immer vor von fein nach grob, das heißt, wir haben unten unseren feinen Zunder, dann haben wir unseren Reisig, der ein bisschen kräftiger ist und dann fangen wir an mit bleistiftigen Ästchen und immer, immer größer werdend. Und hier ist auch die Devise, lieber mehr sammeln, anstatt nachher zu wenig haben. Wichtig ist auch, dass wir hier vorne immer genug Platz lassen, dass wir noch an den Zunder kommen, ohne dass unser ganzes Häuschen zusammenbricht. Fluffigkeit bei unserem Zunder ist da auch sehr, sehr, sehr wichtig. Solltet ihr jetzt in der misslichen Lage sein und an einem Platz sein, wo es noch immer regnet, empfiehlt es sich, so blöd es sich anhört, die Jacke über den Kopf zu ziehen, so dass in gebückter Haltung die Jacke so gesehen über euer Zundernetz hängt. Wenn ihr dann dabei den Rücken nass bekommt oder so, ist in der ersten Linie nicht so tragisch, als ob ihr dann im Notfall kein Feuer hättet. Ich persönlich bevorzuge es, wenn man den Fässerstick oder seinen Primärzunder in der Hand hält und nicht irgendwo hinlegt, weil da immer die Gefahr ist, dass er Feuchtigkeit zieht. Ja, man sieht halt auch, dass der Ast ziemlich feucht ist. Man merkt, dass die Flamme zu kämpfen hat mit dem feuchten Material. Aber durch die enorme Hitze und den Kamineffekt, der die Flamme nach oben zieht, frisst sich langsam die Flamme durchs Material und wir haben unser Feuer. Dieser weiße Qualm ist alles Wasser. Kann man auch schön sehen, wie durch die Hitze jetzt das Wasser hier rausgetrieben wird, was noch im Stamm ist. Wenn ihr jetzt Fichtenholz habt und das ist so nass, dann ist der Fugenflug, die Gefahr dafür, sehr, sehr hoch.
weil die Feuchtigkeit sich so schnell erhitzt, dass das Dampf, also das Aggregatzustand sich ändert und Dampf entsteht und dann der Zweig auseinanderbricht. Und dann fliegen diese kleinen Stücke, diese glühenden Stücke, wirklich bis zu 2-3 Metern durch die Gegend. Also immer schön alles freimachen. Ja Leute, das war es jetzt schon mit unserem Feuer und wir hoffen, dass eventuelle offene Fragen zum Thema Feuer bei Nässe nun beantwortet sind. Apropos offene Feuer sind in Deutschland nicht erlaubt und ihr dürft sie auch nirgendwo machen, vor allen Dingen nicht in den Trockenzeiten. Denkt bitte dran, immer verantwortungsvoll mit diesem Wissen umgehen. Jawohl, das war's vom Wanderameisenbär. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, gehabt euch wohl, viel Spaß. Ja, bis bald mitten aus der Natur.